Ein wirklich verstörendes und gruseliges Phänomen soll jetzt im Juli, im kommenden Juli stattfinden, das dann dafür sorgen wird, dass unfassbar viele Menschen auf der Welt krank werden. Dieses Phänomen trägt den Namen Aphelion-Phänomen und es soll eben dafür sorgen oder die Begründung sein, warum viele Menschen erkranken werden, auch zum Beispiel an Covid. Grundsätzlich ist das Aphelion-Phänomen auf einer echten Tatsache aufgebaut. Und zwar haben wir im Juli, Mitte, Ende Juli, den Tag, wo die Erde am weitesten von der Sonne entfernt ist. Das ist ganz normal und nichts Besonderes. Und nun gibt es eben eine Meldung im Internet, die sagt, dass dieses Aphelion-Phänomen dann auftritt und dass extrem viele Menschen an diesem Tag krank werden, weil auch die Temperatur an diesem Tag stark sinken wird. Dies ist allerdings, obwohl es erschreckend klingt, nichts weiter als Fake News. Tatsächlich ist dieses Aphelion-Phänomen nicht echt. Es gibt nicht einen kälteren Tag im Juli und es gibt auch nicht mehr Erkrankte.